Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German. Sie hören den SBS German Newsflash an diesem Montag, den 24. Juni. Mein Name ist Benjamin Kantak. Bundeskanzler Olaf Scholz äußerte sich im ARD-Sommerinterview besorgt über die bevorstehenden Wahlen. Er wünscht sich bei den Parlamentswahlen in Frankreich Erfolge anderer Parteien statt der rechtsnationalen Rassemblement National. Zudem sagte er, es sei bedrückend, wenn bei den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg ein AfD-Politiker Regierungschef würde. CDU-Chef Merz gab im ZDF-Sommerinterview der Ampelkoalition dagegen Mitschuld durch ihre Politik am Erstarken der AfD. Nach einer Phase relativer Ruhe kam es im französischen Überseegebiet Neukaledonien erneut zu Konflikten zwischen Aufständischen und der Polizei. Auf der Hauptinsel und den Pinieninseln gab es nächtliche Unruhen, wie das Hochkommissariat mitteilte. In Nouméa wurden mehrere Gebäude und Autos, darunter Polizeiwachen und Einsatzfahrzeuge, in Brand gesteckt. Die Brände konnten jedoch schnell gelöscht werden. Die Proteste wurden im Mai durch eine geplante Wahlrechtsreform ausgelöst, die die ursprüngliche Bevölkerung als nachteilig empfindet. Premierminister Anthony Albanese hat angekündigt, dass der ehemalige Schatzmeister von New South Wales und liberale Abgeordnete Matt Keane den Vorsitz der Climate Change Authority übernehmen wird. Die Behörde ist verantwortlich für die Bereitstellung unabhängiger Beratung für die Regierung in Bezug auf die Klimapolitik. Keane, einer der wenigen Abgeordneten der Koalition, die die Warnungen vor einem Klimanotstand ernst nehmen, wird die Rolle im August übernehmen, wenn der derzeitige Vorsitzende Grant King aufhört. Die unabhängige Senatorin Jackie Lambie hat die Regierung aufgefordert, das Verbot von Kernenergie aufzuheben, um Peter Duttons unsichere Strategie zur Umsetzung der Kernkraft offenzulegen. Oppositionsführer Peter Dutton hat ein zentrales Energieversprechen abgegeben, das die Koalition in die nächste Bundestagswahl in Australien einbringen wird, und verspricht den Bau von 7 Kernkraftwerken in 5 Bundesstaaten, falls seine Partei gewinnen wird. Politiker der Crossbench werden Gesetze einbringen, um Wohnen in Australien zu einem Menschenrecht zu machen. Nach dem Gesetzentwurf wären die Regierungen dann gesetzlich verpflichtet, die Wohnraumversorgung des Landes nach festgelegten Zielen zu verbessern und Immobilien erschwinglicher zu machen. Ein israelischer Luftangriff auf ein Hilfszentrum der Vereinten Nationen in Gaza-Stadt hat nach Angaben von Zeugen mindestens 8 Menschenleben gefordert. Zeugen sagen, der Angriff habe einen Teil eines Berufskollegs getroffen, das von der palästinensischen Flüchtlingsagentur der UN, UNRWA, betrieben wird und nun Hilfe und Unterkunft für vertriebene Familien bietet. Bewaffnete militante Kräfte haben in 2 Städten in der südlichen Republik Dagestan in Russland 2 orthodoxe Kirchen, eine Synagoge und einen Verkehrspolizeiposten angegriffen und dabei mindestens 15 Polizisten und einen Priester getötet. Russische Nachrichtenagenturen haben auch über zivile Opfer infolge der Angriffe berichtet. Die Greens sagen, die Regierung müsse die Einführung von Zerschlagungsvollmachten in Betracht ziehen, wenn sie es ernst meine mit der Überwachung der Supermarktbranche. Die Regierung hat alle Empfehlungen der Überprüfung des Lebensmittel- und Lebensmitteleinzelhandelskodex akzeptiert und nun einen stärkeren Lebensmitteleinzelhandelskodex für große Supermärkte obligatorisch gemacht. Und zum Sport. Deutschland steht nach einem 1:1 gegen die Schweiz als Gruppensieger im Achtelfinale bei der Heim-Europameisterschaft. In Frankfurt rannte die DFB-Elf bis in die Nachspielzeit einem 1:0 Rückstand hinterher. Der eingewechselte Niklas Füllkrug sorgte dann mit dem Kopf für das Ausgleichstor. Auf welchen Gegner die DFB-Elf in Dortmund treffen wird, ist noch nicht klar. Es könnte allerdings zum Klassiker-Duell mit England kommen. Meine Kollegin Julia Greve, die war in aller Früh in Melbourne beim Public Viewing mit dabei. Ihren Bericht hören Sie auch später im Programm. Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.